Auch das gehört mittlerweile zur Realität dazu. Masken, ja, es sind alles in den meisten Fällen keine Masken, die verhindern, dass man sich mit Corona infiziert im medizinischen Sinne, also die FFP2-Masken, die im medizinischen Bereich eingesetzt sind. Aber dennoch auch diese selbstgenähten Masken helfen, dass sie andere weniger anstecken können, wenn sie diese Masken anhaben. Deswegen durchaus sinnvoll. Jede Maske schützt besser als ohne Maske. Das Wichtigste ist aber, das will ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen, sagen auch die Gesundheitsämter, halten Sie immer zwingend den Sicherheitsabstand ein. Also Sicherheitsabstand, erste Priorität. Wenn Sie eine Maske haben, ist das auch besser. Und wir sind bemüht, Material, insbesondere für die Krankenhäuser, auch für die niedergelassenen Ärzte, für die Pfleger mit zu organisieren, was allerdings, das wissen Sie, nicht sehr einfach ist.